So, ich lasse ein bisschen Munition hier, ne? Wofür? Naja, damit, wenn ich sterbe, dass nicht alles weg ist, habe ich gedacht. Also auf jeden Fall lasse ich die Sachen hier. Du hast es erfasst. Soll ich eine Munitionskiste aufmachen? Nee, mach ich selber. Dann packe ich es jetzt erstmal zu den Pfeilen. Beziehungsweise, ja, das ist doch eine Munitionskiste. Eigentlich schon, ja. So, bis gleich. Ja, bis gleich. Ich mache jetzt da hinten die Tür wieder kaputt, da wo ich angefangen hatte. Ich finde das so geil mit dem Flugzeug, wie das perfekt bei mir war. Das glaubt ja niemand, oder? Ah, nee, erst wenn ich es in der Aufnahme gesehen habe. Ja, aber ich habe die Sachen doch mitgebracht. Musst du jetzt schon glauben. Nee, mache ich nicht. Na gut. So, schön mit der Pickaxe und dann. Oh, bam! Das dauert zwar länger zu schlagen, aber ich glaube, man braucht deutlich weniger Schläge. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob es jetzt wirklich besser geht, aber das Ding war ja sowieso schon halb kaputt. Wir machen jetzt den Rest noch. Und immer drufter, immer drufter, immer drufter. So, das war's schon. Ah, ein bisschen Holz. Steine, Leder. Naja, nichts Weltbewegendes, ehrlich gesagt. Liegt hier jemand? Nee. Oh, ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Holzkohle. Naja, ein bisschen habe ich mitgeholt. Ich habe es geklaut, André. Ich fühle mich ganz schlecht dabei. Habe ich kein Problem mit. Würdest du dich nicht schlecht fühlen? Nee. Aber ich will nicht so einen riesigen Turm haben wie die. Ich schon. Sieht aber scheiße aus. Quatsch nicht. Da sind mir die Palisaden außenrum wichtiger. Mir auch noch. Ich hab eine Tür geknackt. Ich hab eine Tür geknackt. Ich hab eine Tür geknackt. Ich frag mich nur von. Oh Gott, wen? Bist du das da in der Wohnung? Ja. Wer soll's sonst sein? Der heilige Lootrecher oder so. So. Oder Griefrecher. Lord Grief. Ah ja, verstehe. Du kennst Lord Grief. Der kommt immer. Irgendwann kommt er. Irgendwann kommt Lord Grief und grieft dich richtig die Eier weg. Wie immer. Tippe tippe tap. Was? Tippe tippe tap. So, hier kommt auch nicht wieder was drauf. Das ist vom Kikaninchen, Mann. Ja, ja, ist doch klar. Weiß doch jeder. Ja, ja, das Kikaninchen. Komm, wird's dunkel, verlaufe ich mich. Jedes Mal. Party. Party. So, Wände endlich dran. Oh, Mensch, geh und mach irgendwas und nerv mich nicht. Kann ja, was kannst du eigentlich? Ja. Ja. Ja, wenigstens ist hier die halbe Decke schon drin. Ach, geh, wo du wohnst. Ich kann doch mitcraften. Nein, machst du nicht. In der Nacht renne ich aber nicht draußen rum. Aber ich habe ja schon alles. Gut. Ich habe die Truhen ein bisschen umgeändert. Warum? Weil das eigentlich mal reingepasst hat bei dem. Ja, und dann baust du eine Truhe in der zweiten Reihe. Nee, ich habe... Ja, ich guck's dir an. Ich find's gar nicht so undoof. Uncool. Wie, hast du die abgebaut, die Truhe? Nein, ich habe einfach nur ein paar Sachen rausgenommen. Aha. Und in eine andere verfrachtet. Mhm. Ey, kann Paul mal aufstehen? Der pennt die ganze Zeit. Ja, ne, faule Sau, oder? Faule Sau, ey, wir machen die ganze Arbeit. Und er hockt da rum. Hast du den Airdrop? Die... Soll ich mal sagen, dass ich alles hab? Nein. Okay. Nachher ja, wollen die was. Wirklich nicht. Ich auch wirklich nicht, ne? Nee, nee. Illusion Gaming hat keinen Airdrop gefunden. Gar nichts. Wirklich nicht. Nein, 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 nein. Das kann nicht unser Bier sein. Das kann nicht
unsere Metal Foundation sein, die wir jetzt geresearched haben. Nee, das kann nicht unsere sein. Absolut nicht. Nein. So. Ich glaube, wir haben es jetzt jedem klar gemacht. Mach jetzt mal ordentlich Wände hier hin. Dann geht's mir besser. Ach, viele besser. So, oben gleich weiter, oder was? Hast du noch mehr Wände? Nee, ich brauche erst Pillars. Und dann war es das erstmal, keine Etage mehr. Was? Drei reichen. Das Quatsch. Warum? Dann ist lieber noch ein bisschen in die Breite gehen. Können wir nicht. Klar. Also ich habe vorhin keinen Foundation mehr daneben bauen können. Ich glaube, der Nackige hat sie sich sofort gekrallt. Ich bin doch nicht nackig. Ich glaube, sie meinen noch nicht dich. Oh doch, sie meinen dich, sie schießen auf dich. Der war schon da, als sie runterkamen. Ich weiß nicht, wovon er redet. Ich glaube, wir müssen hier noch mehr Feuer machen. Warum? Ja, weil es hier so dunkel ist. Ich mach doch nichts. Bist du müde? Ja, müssen wir gleich eine Aufnahmepause machen. In real life? In real life. Komm mal hier hoch und mach mich Licht. Nächtliche Bauaktion hier. Wie viel hast du denn gebaut? Reichen die? 8 Stück habe ich gebaut. Oh, nee. 1, 2, 3, 4 fehlen noch. Warte. 1, 2, 3, 4. 20 Sekunden, 20 Sekunden. Und dann Wände. Oh, wie lange dauern so Wände? Und dann noch eine Decke. Also wir machen nicht vorher Ende, bevor das nicht komplett dicht ist hier. Ne? Ja. Das gewinnt nicht. Ja. Aber ist bald soweit. Also wir machen jetzt noch Wände und noch Decken. Und dann ist gut. Fenster können wir hier auch reinmachen, ne? Ist ja jetzt dritte, ne? Fenster kommen da auch rein. Aber mit Gittern. Da ist einer. Er hat eine Taschenlampe. Sag mal was. Ich glaube, das ist unser Freund. Hallo, guten Abend. Moin, wer ist denn da? Was sagt er? Wer da ist? Der Barrett von Illusion Gaming und ihr so? Was macht ihr? Ich habe mich verlaufen. Das ist kein Problem für mich. Richtig. Was hat er gesagt? Richtig. Was ein cooler Typ. Richtig. Ich höre den nicht. Aber richtig dekadent, ne? Hier ist der Barrett von Illusion Gaming. Aha. Nein, er hat nicht aha gesagt, aber... So, was soll ich jetzt mitbauen? Damit es schnell geht da oben. Sag mir, was ich craften soll. Hast du eine Flare angezündet? Nein. Dann wäre er das draußen. Warum muss er das denn hier machen? Ganz schön rot hier. Was ist das? Das sind Flares. Ich hoffe, es war keine Granate oder so. Butz! Das war's mit dem Haus. Was, Illusion Gaming? Wurdest du erschossen? Nee. Die schießen doch auf uns. Das glaube ich nicht. Los, hol schnell Wände. Los. Hol schnell Wände, ich muss die erstmal craften. Wo ich eine Wand noch hab. Der ist schon wieder bei uns hier. Ich bin echt gespannt, ob das Haus hält. Theoretisch sollten wir einfach nochmal irgendwie
im Haus aus Metalltüren, mit Metallwänden, wobei Metallwände können wir ja nicht bauen, ne? Ne. Aber eigentlich müssen wir im Haus nochmal so eine gesicherte Zone machen, so ein Panic Room, weißt du? In dem wir dann pennen, der nur aus Metall besteht. Nochmal mit einer Metalltür, Metallwände, Metallfoundation. Dann ist das Ding nochmal sicherer. Dann kann man uns wenigstens nicht töten, weißt du? Weißt du, was ich meine? Ja. Lol, gleich 3 Bären am Hals. Ich weiß, wo er ist. Es kann nur ein Ort geben, wo er 3 Bären findet. Mach mal die Fackel an, bitte. Mach mal das Campfire an, bitte. Ich hab kein Holz. Ist hier noch hinten Holz? Ja, da hinten ist ganz eine Menge Holz noch. Weil mir ist kalt nämlich, weißt du? Ah, oh, dem Herr ist kalt. Mir ist kalt, junger Mann. Oh. Möge es, komfortabel machen, danke. Bitteschön. Oh, ich würde gerne mal irgendwas erschießen. Was denn? Ein Tier. Na, mach doch mal. Wird gerade wieder hell draußen. Ja, dann laufe ich jetzt mal wieder los. In der Barretts von Illusion Gaming. Schön. Da ist ein Reh, das erschieße ich jetzt. Bam. Ist gehört? Ja. Tot ist es. Nice. 2 Schuss und erledigt. So, jetzt habe ich auch was erschossen. Super. Fühle ich mich viel besser. Ich glaube, ich werde nochmal eine kleine Holzhütte aufsuchen. Was sagst du zu dem Plan? Ja, mach das. Was ist das denn da? Ist das ein Bär? Nehme ich, glaube ich, lieber mal Pfeil und Bogen. Nee, ist doch ein Schwein. Ich dachte, du bist ein Bär. Mann. Ich will schon einen Pfeil verschwenden. Du bist aber auch schreckhaft. Du bist aber auch ängstlich heute, ne? Was bin ich? Ängstlich. Ein bisschen. Was machst du gerade? Auch hier so sitzen. Und warten. Und warten. Bis du wiederkommst. Baust du nicht noch Wände? Ja, ich baue Wände. Ich habe gerade ein bisschen Holz gefunden. Das ist schön. Aber ich würde gerne eine Holzhütte finden, die ich ausräubern kann. Das wäre auch schön, ja. Wo so richtig arschviel Zeug drin ist. So richtig wertvoller Stuff, weißt du, so. Wo du einfach mal den Arsch wund griefen kannst. Ja. Eigentlich hasse ich ja Griefer, ne? Aber mich mag ich. Ha! Hier ist eine Tür! So! Jetzt brauche ich aber meine... Nein, wo ist meine Spitzhacke? Die habe ich zu Hause Nee, da ist sie doch. Gott. Dann klopfen wir mal ein bisschen. Ich glaube, wir brauchen so um die 40 Schläge, wenn ich mich nicht irre. Ja, dann mach doch mal 40 Schläge. Ja, ich bin dabei, Junge. Ich bin dabei. Ja, mach doch mal Eier. Mach ich, aber ich kann nicht schneller. Ich bin mir noch nicht sicher, ob jetzt die Spitzhacke schneller geht oder. Junge. Geht jetzt die Spitzhacke schneller oder nicht? Ich weiß es nicht. I don't know. Ist mir egal. YOLO. Ich lass mal einfach klopfen, was soll's. Ja, klopf doch mal.
Immerhin bist du höflich und klopfst vorher an. Mhm. 84 Schläge mit der scheiß Spitzhacke. Man kann übrigens Holzwände zerstören mit C4. Okay. Gut zu wissen. Ja, finde ich auch. Metallwände sind natürlich schwerer mit C4 zu zerstören, aber auch kaputt machbar. So. Man kann übrigens Holzwände und so reparieren. Und Tür. Ja? Ja, man muss eine neue Tür bauen und sie dann angucken, die kaputte, und dann immer auf die Taste unten klicken, wo die neue in der Leiste liegt. Weißt du, wie ich meine? Oh, nee, dauert das. Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber du wirst es schon machen. Dauert ja gar nicht lange hier. Erzähl doch nochmal was Witziges. Es war einmal ein Barrett, der meinte, er wäre cool. Ja, stimmt. Ja. Ist lustig, ne? Ja, den gibt's immer noch. Echt? Ja, ja. Ist ja krass. So, offen ist es. Nice. Und es ist nichts drin. Verdammte. Und darauf trinke ich jetzt einen Schluck. Es ist nichts drin, außer ein bisschen Holzkohle. Eine Scheiße. Ah, als Ärger mache ich jetzt die Truhe kaputt. Ah. So. So eine Scheiße. Wie hast du die Truhe kaputt gemacht? Hab ich gar nicht. Ich habe nur dreimal draufgeschlagen und bin wieder weitergelaufen. Achso. Das ist eine Palisade hier. Die lasse ich in Ruhe. Ich wüsste gerne, wie man Sachen verschiebt. Was? Also Sachen, die man selber baut, wie man sie verschiebt. Wie denn verschiebt? Naja, ich habe jetzt ein Kistenlager gebaut, aber bekommt auch meist die Kisten da steht und willst du anders hinbauen. Ich weiß nicht, ob man Kisten wieder abbauen kann. Mensch, hier sind wir doch vorbeigelaufen, ne? Das war doch hier unsere Route. Ist ja lustig. So, ist das Haus dicht? Noch nicht ganz. Ich bin übrigens voll an dem Haus vorbeigerannt auf dem Hinweg. Das ist irre lustig. Welches Haus? Ja, an unserem. An unserem Haus? Ja, als ich ganz am Anfang, als ich hingelaufen bin zu uns, mhm, bin ich genau vorbeigerannt, weil ich ja nicht wusste, wo es steht, mhm, wo du baust. Da war ja noch kein Haus, da hast du ja erst nur eine Foundation oder so gebaut. Okay. Also ist eigentlich im Nachhinein ziemlich lustig. Okay, cool. Ah, ich habe wieder ordentlich Holz gefunden. Nice. Holz, Holz, Holz für den Holzmann. Das bin ich. Noch mehr Holz. Holz, Holz, Holz für den Holzmann. Was machst du gerade? Ich mache gerade Metal Window Bars. Warum das denn? Ja, weil Windows auch Metal machen möchte. Hä, also machst du jetzt die Metallstäbe? Ja. Ja, ist gut. Metal Window Bars. Okay. Und steht die komplette Wand oben? Window Bars. Steht die komplette Wand oben? Sure. Und die Decke? Die Decke noch nicht. Aber für die Decke brauche ich noch ein bisschen Holz. Echt? Ja, die Decke und die Fundamente brauchen echt am meisten Holz. Krass. Ja, finde ich auch. Dauert noch mal richtig lange. So viel Holz, wie ich gebracht habe, ey. Ja, wobei, wir hatten ja noch ein bisschen. Ich denke mal, das könnte vielleicht sogar reichen. Also aber ich hab jetzt wieder um die 400. Ja, dann reicht das locker. Obwohl, warte mal, ich zähle das mal eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 brauchen wir insgesamt. 9 Decken. Ja. 9 Deckenelemente. 9 Deckenelemente. Also 9 mal 6 sind 54. 54 Woodplanks. Richtig
lustig. Brauche ich noch ein bisschen, ich habe nur 500. Man kann übrigens so richtige Holztore bauen, wie vor so einer... Ich weiß. Das ist dann auch Projekt Nummer 2. Ist ja richtig geil. Ja, sobald das passiert ist, baue ich nämlich so ein Holztor. Wie können wir das, ohne dass wir das lernen müssen? Ja. Ist ja geil. Ja. Aber wenn ich jetzt oben das Dach zumache, weiß ich nicht, ob ich noch nach oben ausbauen kann, ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wollen wir doch eh nicht, oder? Ich schon. Warum? Weil ich das möchte. Ich lasse einen offen. Nein, nicht wenn wir offline gehen, dann will ich das dicht haben. Auf jeden Fall dicht haben, ey. Boah, braucht das viel Holz, so ein scheiß Ding. Können wir nicht eins offen, dann ist alles weg, Alter, wenn hier jemand reinkommt. Da von ganz oben kann niemand reinkommen. Natürlich. Wie will man das machen? Ja, zwei Treppen hinstellen und fertig. Wenn sich jemand so eine Arbeit macht. Ja, das Riesenhaus hier ist doch irre viel Zeug drin, das weiß man doch. So, einmal Stangen fehlen noch. Wo? Da, in dem Fenster. Ich hab doch nur 4 Fenster gemacht. Nee. Da ist noch ein Fenster. Genau. 5 bei der... gemacht? Ja. Aha. Ja, ist so. Ja, ist ja gut. Ich pack das Holz hinten in die Truhen. Ja, wir haben jetzt nämlich kein Holz mehr. Das hat unseren gesamten Holzvorrat jetzt kaputt gemacht.